Schizophrenie ist eine Krankheit und ich denke mal, viele Menschen in unserer Gesellschaft werden diese Krankheit nicht diagnostiziert haben oder leiden auch darunter. Aber wenn man genauer hinschaut, haben viele Leute doch eine gespaltene Persönlichkeit. Meine Meinung in dem kommenden Video von Raw to 70. Ich bin zwar, aber bin ich's auch wirklich? Potsdam Comedy zu meiner Freundin, herzlich willkommen zur 41. Episode von Raw to 70. Ja, das Phänomen der gespaltenen Persönlichkeit oder sich einfach eine Maske aufsetzen, um den anderen zu gefallen. Ein Phänomen, welches ich in den letzten Wochen, Monaten und seit meiner Ernährungsumstellung immer häufiger bei anderen Menschen, aber auch bei mir erleben durfte. Zum Beispiel während meiner Zeit als Jugendlicher oder nachdem ich meinen Absturz gehabt hatte im Februar, um Akzeptanz und auch ein bisschen um Stress zu vermeiden gegenüber meinen Eltern, habe ich auch ab und zu mal eine Maske aufgesetzt und einfach ihre Meinung, ihre Ansichtsweisen abgenickt, sodass ich halt mein Leben einfacher leben konnte. Aber warum setzen sich die Menschen immer mehr Masken auf? Welche Ursachen hat das? Einerseits denke ich, dass die Leute sich nicht sozial ausgrenzen möchten bzw. ausgegrenzt werden wollen von ihrem sozialen Umfeld, wenn sie sich so verhalten, wie sie sind. Da tun sie sich dann lieber an die breite Masse anpassen, denn der Mensch ist natürlich ein soziales Wesen und ohne soziale Kontakte wird er natürlich krank und wird auch letztendlich sterben. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum Babys zum Beispiel verwahrlosen und auch wirklich sterben können, wenn sie keine sozialen Kontakte oder Liebe erfahren von ihrem Umfeld, von ihren Eltern zum Beispiel. Das ist ein Punkt, also das soziale Umfeld. Und der andere Punkt ist halt, dass die Leute auch eine gewisse Anerkennung haben wollen für, ja, sag ich mal, für die Sachen, die sie halt dann machen. Sie wollen einfach Lob, Erfolg und einfach dieses Glück im Leben erfahren, auch wenn sie nicht das sind, was sie eigentlich wirklich sind, sondern einfach nur vortäuschen, etwas zu sein. Sie wollen einfach, ja, sozusagen Glückshormone ausschütten und ja, von ihrem wahrscheinlich tragischen Leben etwas ablenken. Und der letzte Punkt, den ich auch festgestellt habe während meiner Praktikumszeit, dass viele Leute sich auch eine Maske aufsetzen, um ihre Karriere aufzupushen, sieht man ja oftmals in der Businesswelt als Verkäufer, dass man ja einfach mal den Kunden ein bisschen umgarnt, umschmeichelt, belobigt, sich für ihn interessiert, damit halt die Verkaufszahlen ein bisschen ja, ansteigen und höher werden. Das ist halt so eine kleine Verkaufsstrategie. Aber was ist das natürlich für Folgen, wenn ich mich ständig verstelle, mich nach anderen richte und einfach viele verschiedene Masken habe? Einerseits finde ich, da ist man ein bisschen im Unrein mit sich selber, denn schließlich ist man ja nicht wirklich ja, sein Selbst, beziehungsweise man lebt nicht seine Person aus, macht vielleicht weniger von seinen Hobbys, gibt seine eigentliche persönliche und ehrliche Meinung nicht der den anderen Personen wahr, sondern nickt einfach andere Meinungen ab und schluckt eventuell anderen Frust bzw. seinen eigenen Frust runter und ist, im Nachhinein ist man ja mehr oder weniger traurig bzw. unglücklich, wenn man jetzt einfach nicht sich so ausleben kann, wie man will, seine Idealen so ausleben kann, wie man will, sondern sich einfach verstellt und das kann natürlich auch zu Depressionen führen und beziehungsweise auch zu Krankheiten, wenn man sich dann nicht so ausleben kann, wie man sich es wünscht. Dass es halt umso wichtiger ist, einfach mal
sich selbst zu überwinden, auch wenn es dann Freunde, Anerkennung oder eventuell Schmach verursachen könnte, aber einfach mal die Maske abnehmen und sich so ausleben, wie man will, seine Hobbys nachgehen, seine Meinungen frei äußern, seine Sichtweisen frei äußern. Wenn dir etwas nicht gefällt, dann sag es dieser Person. Und wenn sie dein wahrer Freund oder wahre Bekanntschaft ist, dann wird es zwar trotzdem eventuell einen Streit geben, aber ihr werdet euch trotzdem wieder versöhnen und die Dinge nachgehen, wie ihr wollt. Ihr braucht nicht 1000 falsche Freunde, die ihr irgendwas vormachen müsst. Es ist eigentlich wichtig, dass du mit dir im Klaren bist. Wenn du im Spiegel dich betrachtest und sagst, hey, das bin ich. Ich bin mit mir zufrieden, ich mag mich so, wie ich bin und das, was ich mache, mache ich mit Freude und ich bin stolz darauf, dass ich das mit der Welt auch teilen kann, beziehungsweise auch, dass ich das preisgeben kann. Und ich sag mal, genier dich nicht, unangenehme Dinge zu machen. Zum Beispiel, ich habe wenn ich das Bedürfnis habe, wenn die Sonne scheint, oberkörperfrei meine Tai-Chi-Übungen zu machen oder Krafttraining zu machen, dann mache ich sie auch oberkörperfrei. Auch wenn ich jetzt nicht den perfektesten Körper habe oder ich auch noch ein bisschen sehr dürr bin. Mich interessiert es einfach nicht, wenn die Leute dann über mich lachen oder wenn ich zum Beispiel, wie ich damals im Studium, einfach eine gelbe Zucchini gebissen habe, roh. Da haben auch die Leute angefangen, über mich zu lachen, weil ich das halt von einem Rechner gemacht habe. Und da muss ich einfach sagen, ja, das habe ich gemacht. Schwamm drüber, die Leute lachen über einen, aber solange man selbst glücklich und froh ist über die Dinge, die man macht, dann sind die Meinungen von vielen anderen Personen nicht wichtig. Wie gesagt, es ist wichtig, was du von dir hältst und eventuell enge Freunde, die ein Leben lang bei dir bleiben. Da ist es auch wichtig, die besten Freunde halten ein Leben. Das sind meistens immer sehr wenige, dafür qualitativ hochwertige Freunde. Aber Menschen kommen und gehen und man lernt immer wieder neue Bekanntschaften kennen und man trifft auch irgendwann Personen oder Menschen, die sagen, hey, ich finde super, was du machst. Ich finde super, dass du dein eigenes Gemüse anbaust. Ich finde es super, dass du auf deine Gesundheit achtest. Ich finde es super, dass du auf die nachfolgende Generation achtest und deswegen deinen Lebenswandel, deine Ernährung so anpasst und nicht wie die Masse den Strom hinterher schwimmst. So bist du glücklich, so lebst du in Harmonie mit dir selbst, bist in einem Gleichgewicht von Yin und Yang und lieber setzt du dir deine Maske ab, bevor es ein anderer macht, denn schließlich hast du dann die Macht über dich und nicht derjenige, der die Maske dir abgenommen hat. Denn nach einem berühmten Zitat von Lao Tzu ist jemand, der andere beherrscht, zwar stark, aber wenn du dich selbst beherrscht, bist du mächtig. Also in diesem Sinne, nimm die Maske ab, trau dich. Ich mache hier auch meine YouTube-Videos, mein Videotagebuch und traue mich auch, meine Meinung, mein Äußeres dir zu präsentieren. In diesem Sinne, setz deine Maske ab und spasiba za prosmotrit und wir sehen uns in der nächsten Episode von Raw to 70. Ach ja, bevor du noch abschattest, möchte ich dir noch kurz hinweisen, dass ich momentan sehr viel um die Ohren habe. Ich bin gerade dabei, eine eigene Webseite aufzubauen und ich versuche sie diese Woche zu veröffentlichen und da versuche ich noch ein bisschen so kleinen Schnickschnack und noch weitere Videos dazu zu präsentieren. Deswegen kommt momentan nur ein Raw to 70 und die anderen Formate habe ich ein bisschen vernachlässigt. Wie gesagt, ich baue gerade etwas auf und es ist ein bisschen zeitintensiver.
Ich hoffe, du hast Geduld und freust dich auf die kommende Woche.